Nun, da wir gerade genau bei dem Thema waren, geht es jetzt weiter mit Johannes Ludwig und Guido Strack über das Thema Whistleblowing. Und es wird wohl sehr viel mehr sein als WikiLeaks. So, mein Mikrofon tut. Wir sind zu zweit. Das ist Guido Strack, Vorsitzender des Whistleblower-Netzwerks. Ich bin der Rest. Das, was da steht, Doc-Zentrum ans Tageslicht.de, das ist ein Projekt, das ich mit Studenten in Hamburg mache. Jetzt müsste unsere Folie eigentlich weitergehen, tut sie nicht. Ups, jetzt bist du im Edit-Modus. Das ist der berühmte Vorführeffekt. Aha. Wir machen das in 7 Schritten. Wir zeigen Ihnen zuerst, weil hier gerade die Sprache von Bradley Manning war. Bradley Manning ist ein typischer Whistleblower. Das Typische bei Whistleblowern ist, dass jeder Fall untypisch ist. Und wir stellen Ihnen einen weiteren typischen, untypischen Fall vor, um einfach mal das Problem in seiner ganzen Tragweite klarzumachen. Es geht dann kurz so um einige Abgrenzungen, um einige Definitionen und ich zeige Ihnen dann unter 3, wie öffentliche Kommunikation funktioniert und da wird es dann interessant, was WikiLeaks sozusagen und ähnliche Plattformen an neueren Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen. Beispiel 2 ganz kurz, das ist dann die Überleitung zu meinem Kollegen, der bestimmt ganz grundsätzlich darüber spricht, warum Whistleblowing notwendig ist und wie ein besserer Schutz möglich wäre. Also unser erstes Fallbeispiel sehen Sie hier auf diesem Foto. Das ist das Wohnzimmer eines Whistleblowers und der Herr, der ganz hinten in der Ecke sitzt, ist ein Beamter. Er war Revisor beim Arbeitsamt in Rheinland-Pfalz und er hält so eine Art Pressekonferenz in seinem Wohnzimmer. Das darf er gar nicht machen. Er macht es trotzdem, weil der Mann hat Hunger. Der ist schon seit mehreren Tagen hungrig, der Eisschrank ist leer, er kann nicht einkaufen gehen, weil die vielen Leute, die da vorne stehen, Medienvertreter, standen, bevor sie ins Wohnzimmer durften, draußen und haben ihn belagert. Und er konnte nicht raus, weil er wusste, wenn er rausgeht, muss er irgendwie reagieren. Und weil er eben halt Hunger hatte, hat er nach mehreren Tagen gesagt, na gut, ich mache das, was ich nicht darf, ich lasse die Leute rein. Aber genau das ist ihm dann zum Problem geworden, weil im Juristendeutsch heißt es, der Beamte hat Flucht in die Öffentlichkeit begangen und das löst disziplinarische Ermittlungen aus. Worum ist es gegangen? Ich erzähle die Geschichte gleich in Ausführlichkeit. Das ist ein Screenshot von einem Computer in einem Arbeitsamt aus den 90er Jahren. Und ich lese ihn ganz kurz vor, weil ich das dekodieren muss, was hier steht. In der Zeile relativ unten, Achtung, bitte keine VVs unterbreiten, da dies ein fiktives Stea ist, das heißt zu Deutsch, bitte keine Vermittlungsvorschläge unterbreiten, weil dies ein fiktives Stellenangebot ist. Sie müssen sich kurz in die 90er Jahre zurückversetzen, Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau. Trotzdem hat der Präsident der damaligen Bundesanstalt für Arbeit regelmäßig einmal im Fernsehen verkündet, das ist alles ganz tragisch mit der Arbeitslosigkeit, aber wir haben jedes Jahr etwa 3,7 Millionen neue Stellen geschaffen. Und wie man das gemacht hat, das sehen Sie an diesem Ausdruck unter anderem, nämlich man hat mit fiktiven Stellenangeboten gearbeitet. Und diese Geschichte ist total spannend, aber kompliziert, weshalb wir sie mal auf verschiedenen Ebenen rekonstruiert haben. Und das will ich Ihnen ganz kurz erklären. Sie sehen im unteren Drittel die Timeline, die im Jahr 1993 beginnt. Das, was hier so rot eingefärbt ist, ist die Ebene des Whistleblowers, wo wir festgehalten haben, was hat er wann gemacht. Das Grüne, leichtgrün sind die Medien, die Öffentlichkeit ganz rot oben gelb. Und zwischen der Timeline und zwischen der Öffentlichkeit ganz oben die klassischen Ebenen, die halt so zum Controlling eigentlich da sind, einschließlich der politischen Ebene. Wir haben einfach versucht, in dem Zeitraum von 1993 bis 2002 mal anhand von Pfeilen zu gucken, wer hat wem welche Informationen gegeben, was ist daraufhin passiert. Und das sehen Sie mal so ganz schematisch hier an diesen Pfeilen. Und jetzt erzähle ich die Geschichte nochmal ausführlicher, weil es eben, ja, ich habe schon gesagt, es wird etwas ausführlicher, aber es lässt sich trotzdem kurz und knackig erzählen. Dieser Erwin Bixler, um den es hier geht, der war Revisor in einem Arbeitsamt, um dem fiel schon in den 90er Jahren, also 1993, zum ersten Mal ganz konkret auf, dass da mit fiktiven Zahlen gearbeitet worden ist. Was macht ein Beamter? Er schreibt Vermerke, er spricht mit seinem Vorgesetzten, der Vorgesetzte sagt, interessiere dich nicht, mach deinen Job, interessiere dich nicht für alles Weitere.
Er hat dann immer weitere Vermerke geschrieben, also auch zur eigenen Entlastung. Er hat in Fachzeitschriften veröffentlicht und er hat im Jahre 1998 einen dicken Bericht geschrieben, den er an den obersten Chef, an seinen obersten Chef geschickt hatte. Das war damals der Chef der Bundesanstalt für Arbeit, Erich Jagoda. Der ein oder andere von Ihnen, der etwas älter ist, wird vielleicht dieses Bild noch von diesem Herrn da im Kopf haben, weil der regelmäßig im Fernsehen aufgetaucht ist. So, der oberste Chef nimmt diese Probleme, die der Haarklein auf fast 100 Seiten minutiös beschrieben sind, schlichtweg nicht zur Kenntnis. Und just zu diesem Zeitpunkt zieht etwas Weiteres, dass ein anderer Informant, ein anderer Whistleblower, zufällig zu Panorama geht mit dem gleichen Problem, ohne dass unser Whistleblower, von dem ich hier rede, davon etwas gewusst hatte. Panorama wollte die Geschichte, also wir reden hier von dieser Fernsehsendung des NDR, die wollten das erst gar nicht glauben, haben sich dann ein Arbeitsamt gesucht und haben sich das mal vorführen lassen und gesehen, ja, es funktioniert tatsächlich so, wie dieser andere Informant beschrieben hat. Panorama hat auch gesendet, aber es war im September 1998 und wenige Tage drauf war Bundestagswahl. Da hat dann Rot-Grün Schwarz-Gelb abgelöst. Diese Geschichte ging sozusagen in den Trubeln des politischen Alltagsgeschäfts total unter, weshalb nichts passiert ist. Unser Whistleblower weiterhin frustriert, schreibt weiterhin seine Vermerke, versucht sich in Fachzeitschriften Gehör zu verschaffen. Man nimmt sein Problem einfach nicht ernst, weil sich das eigentlich niemand vorstellen kann, dass das so ist, wie er das schreibt. Im Dezember 2001, also fast 3 Jahre später, ein dritter Informant, der diesmal zum Stern geht, eine ähnliche Geschichte erzählt. Der Stern ist ein großes, auflagenträchtiges Magazin. Das hat natürlich auch unser Whistleblower Erich Bixter gelesen. Und es gab ihm praktisch wieder Auftrieb, was zu tun. Er konnte sich aber noch nicht so richtig ganz schnell entscheiden. Er hatte dann zufällig einen Weiterbildungslehrgang gemacht und von Kollegen erfahren, dass an genau dieser Geschichte schon seit einiger Zeit der Bundesrechnungshof dran sitzt. Und das war dann für ihn der Auslöser, tatsächlich einen Brief zu schreiben an den sozusagen allerobersten politischen Dienstherrn, an den damaligen Bundeskanzler Schröder. Der hat nicht reagiert, woraufhin unser Informant nochmal einen Brief geschrieben hat an den damaligen Bundesarbeitsminister. Und der hat sofort reagiert. Der hat sofort angerufen, hat gesagt, bitte am nächsten Tag nach Berlin kommen, weil der hatte schon eine erste Vorlage des Bundesrechnungshofs Berichts vor sich liegen, der dann nämlich zu dem Ergebnis kam, dass, bitte auf die Zahl achten, 70% aller Zahlen, die über Jahrzehnte übers Fernsehen an die Öffentlichkeit vermittelt worden sind, fingiert waren. Also ich rede nicht von 7%, ich rede von 70%, das ist die offizielle Zahl, die der Bundesrechnungshof festgestellt hatte und auch später nicht veröffentlicht hatte, wie das beim Bundesrechnungshof der Fall ist. So, was passiert? Der gute Mann wird nach Berlin geordert. Der Riester lässt sich das in allem Detail erklären, wie einfach das ist, so zu manipulieren, weil das stand in dem Bericht des Bundesrechnungshofs nicht drin. Und man hat ihn dann entlassen, wieder nach Hause geschickt, gesagt, pass auf, jetzt passiert Folgendes, rede mit niemandem. Auch in Berlin gibt es clevere Medien, der Berliner Tagesspiegel, gehört zu einer etwas fitteren Tageszeitung hier. Der hatte mitbekommen, dass der irgendwie ein interessanter Informant aus Rheinland-Pfalz nach Berlin geordert war, mit diesen und jenen Informationen und so weiter. Und zwar ein vergleichsweise einfaches, den Namen dieses Arbeitsrevisors ausfindig zu machen. Der Tagesspiegel-Journalist hat dann halt angerufen und hat gefragt, ne, wie man das so macht, überfallartig. Sie waren gestern in Berlin und haben. Und er sagt halt natürlich aufrecht und ehrlich, wie der ist, ja. Damit war der Mann geoutet. Diese Geschichte stand einen Tag später in der Zeitung, zuerst im Berliner Tagesspiegel und am Tag drauf, also nochmal einen Tag drauf, in allen Zeitungen. Und jetzt begann das, was sozusagen mit dem Belagerungszustand begonnen hatte, was ich Ihnen ganz zu Anfang als Bild gezeichnet hatte. Die Geschichte geht folgendermaßen weiter. Auch die Ministerien und der Bundestag wollte das eigentlich nicht so richtig glauben mit 70%, weil das eigentlich eine unglaubliche Zahl ist. Sie mussten aber sehen, dass das tatsächlich so war. Man hat dann den Präsidenten des Bundesamtes für Arbeit nach Berlin bestellt. Der hat erstmal alles abgestritten. Er musste aber nach wenigen Tagen gehen. Also Ende der Geschichte ist so, der Chef der Bundesanstalt für Arbeit musste gehen. Der Informant, der Whistleblower, aber auch. Der wurde jetzt früh pensioniert, zwangspensioniert, weil er ja, wie gesagt, in seinem Wohnzimmer eine Pressekonferenz gehalten hatte, die eigentlich nicht geht. Und das ist das Problem. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz zusammen, das mache ich in aller Schnelle, mal die Unterschiede ein bisschen herausarbeiten. Was ist eigentlich das Problem eines Whistleblowers zum Beispiel im Vergleich zu einem Informanten, der sich an die Medien wendet? Und das will ich noch mal abgrenzen mit einem Zeuge. Ein Zeuge, der beispielsweise vor Gericht aussagt, weil es nachträglich darum geht, wer hat denn was gemacht oder was hat er beobachtet.
der Whistleblower ganz rechts hier, dem geht es darum, dass er Alarm schlägt und frühzeitig und rechtzeitig, weil ihm die Lösung eines Missstandes, eines Problems am Herzen liegt. Üblicherweise treten Zeugen vor Gericht auf, die klassischen Informanten gehen an die Medien. Der Informant, der sozusagen mit den Medien nicht zurechtkommt oder der sozusagen eine andere Funktion hat, der weitergehen muss, der geht eigentlich, sage ich mal, versucht es intern zu klären, wie unser Beispiel hier gezeigt hat. Er versucht dann an die Medien zu gehen, im Zweifel geht er auch in die Öffentlichkeit, zum Beispiel über die Medien. Und wenn Sie nach Motiven fragen, ein Zeuge muss aussagen, das ist Pflicht, der kann im Zweifel sonst auch mit Gefängnis gedroht werden, wenn er nicht aussagt. Bei den Informanten, die an die Medien gehen, sind es häufig unterschiedliche Motive. Der Whistleblower ist üblicherweise jemand, der ein hohes Berufsethos hat, dem es also einen Gewissenskonflikt bedeutet sonst. Jetzt kommt das Interessante, der Zeuge ist rechtlich geschützt. Es gibt Zeugenschutzprogramme zum Beispiel. Der Informant, der sich an den Medien wendet, der kann sich auf den Informantenschutz berufen. Also der Journalist kann sozusagen den Informanten schützen, ohne dass der Informant in irgendwelche Schwierigkeiten bekommt. Und der typische Whistleblower hat eben keinen Schutz. Und wenn Sie das jetzt mal vergleichen, ne, was ist die Funktion eines Zeugen, eines Informanten, eines Whistleblowers, sehen Sie, wie pervers, also wie paradox das eigentlich ist. Der Zeuge, der nachher zu spät Aussagen macht, ist total geschützt. Auch der Informant, der an die Medien geht, ist geschützt. Der Whistleblower, der rechtzeitig und vorher Alarm schlägt, ist total ungeschützt. Und das ist eigentlich ziemlich unsinnig. Jetzt kommt hier zum ersten Mal das ins Spiel, was wir in unserer Überschrift eingefangen haben, eben das Stichwort WikiLeaks. WikiLeaks ist jetzt eine erste Plattform, wird möglicherweise eine andere Plattform geben, die heißt dann OpenLeaks und vielleicht noch viele andere auch. Ich will mit Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie bei uns die öffentliche Kommunikation funktioniert. Hier ganz einfach auf der linken Seite das Volk, auf der rechten Seite die Regierenden, also alles, was dazugehört, Behörden, Gerichte, Parlamente und so weiter. Und die Informationen, die wir haben als Regierte, stammen praktisch zum allergrößten Teil immer, funktionieren sie über die Medien. Das Gleiche ist bei allen anderen Öffentlichkeitssystemen der Fall, egal ob Sie den Sport nehmen, die Religion oder die Kirchen oder Interessensverbände und dergleichen. Problematisch wird es immer, wenn zum Beispiel ein Medium gleichzeitig Bestandteil eines anderen Öffentlichkeitsnetzes ist, also eines anderen Teiles hier, also zum Beispiel die Wirtschaft, was eben bedeutet, dass bestimmte Fernsehsender, die privatwirtschaftlich organisiert sind, bestimmte Dinge einfach gar nicht senden können, weil sie ihre Werbekunden vertrauen würden zum Beispiel. Und ganz schlimm ist es in einigen Ländern, wo sozusagen Staat, Wirtschaft, organisierte Kriminalität und Mediensystem in einer Hand sind. Die Länder brauche ich eh nicht melden. Ich will mit Ihnen stattdessen einen kurzen Blick ins Detail reinwerfen, wie diese Kommunikation tatsächlich funktioniert. Ich habe jetzt einfach mal hier hingeschrieben oder hingemalt, dass Informationen, egal ob sie aus diesem öffentlichen, also aus dem parlamentarischen, aus dem politischen System kommen oder aus der Wirtschaft, durch die Medien gehen. Aber das Problem ist, es gibt an allen Ecken und Enden Filter. Das ist das, was hier so als roter Balken steht. Der Filter bei einer Behörde, also sprich bei dem Arbeitsamt, besteht üblicherweise in der Philosophie, die der Behördenleiter vorgibt. Der sagt, das lassen wir raus, alles andere betrachten wir als intern. Das Zweite wird in der Behörde zum zweiten Mal gefiltert durch den Pressesprecher, dessen Aufgabe es ist, ihm nur die Dinge zu sagen, die im Zweifel nicht unangenehm sind. Die gefilterten Informationen landen bei den Medien. Auch die haben eigene Filter, die schon einfach damit beginnen, dass eine bestimmte Zeitung ein bestimmtes journalistisches Konzept hat. Und die Bild-Zeitung veröffentlicht andere Dinge als die Süddeutsche Zeitung oder als die Taz zum Beispiel. Also wir haben bereits zwei Filter auf dieser Strecke. Jetzt kommt die dritte Filterung. Das ist sozusagen bei den Menschen selber, die darin besteht, dass wir eine begrenzte Aufnahmekapazität, eine begrenzte Verarbeitungskapazität haben und deswegen im Grunde genommen ganz viele Dinge nur selektiv wahrnehmen. Ich will das nicht weiter verfolgen. Da hat die Wissenschaft viele Erkenntnisse dazu gesammelt. Aber wir kommen jetzt zu einem neuen Medium, zu einer neuen Möglichkeit, die nenne ich einfach mal Leaks, die im Grunde genommen jetzt Folgendes ermöglichen, ich muss die Technik Ihnen ja nicht vorstellen, die kennen Sie alle, dass sozusagen Informationen hinter den Filtern oder aus der Sicht der Institution vor den Filtern direkt an die Bevölkerung kommen können, an uns. Entweder, dass sie sozusagen über eine Leak-Plattform gestreut werden, für jeden zugänglich, oder dass sie irgendwie an die Medien gehen, oder dass sie erst an eine Leak-Plattform gehen und dann an die Medien und dann an die Öffentlichkeit, egal wie. Die Tatsache, dass es solche Möglichkeiten gibt, WikiLeaks, demnächst OpenLeaks und so weiter, heißt einfach, das, was bisher so als Restriktion hier funktioniert hatte, wird bald erheblich durchlöchert werden. Das jetzt bezogen auf unseren ersten Fall.
Wo hätte dem sozusagen möglicherweise eine solche Plattform genützt? Sie hätte ihm an mehreren Stellen genützt, muss ich jetzt im Detail nicht nochmal hier erwähnen. Das Problem ist, es bleibt immer noch eine Filterschranke, also eine Wahrnehmungsschranke. Das ist tatsächlich der Umstand, dass halt Menschen nur eine begrenzte Zeit haben, sich mit bestimmten Fragen zu beschäftigen. Und deswegen kann es Sinn machen, bei einer Unmasse von Informationen, also 250.000 Cable Guides oder 340.000 Protokolle aus dem Afghanistan-Krieg, tatsächlich zu filtern, in dem Sinne, dass man sich überlegt, was muss ich machen, damit der Leser, der User versteht, dass er auch alles Wichtige wahrnehmen kann und so weiter. Also um diese Schranke werden wir nie herumkommen, deswegen wird eben WikiLeaks und OpenLeaks immer eine wichtige Möglichkeit sein, eine technische Option darstellen, aber wir werden auf die klassischen Whistleblower in unserer Form eigentlich nie verzichten können, weil häufig ist es so, dass bestimmte Informationen halt eben auch mit der Person, die sie vermitteln, stehen und fallen. So, letztes Beispiel, um nochmal klarzumachen und dann den Übergang zu meinem Kollegen pünktlich nach 18, 19 Minuten. Da geht es um den Fall, den der ein oder andere von Ihnen vielleicht auch kennt, heißt Brigitte Heinisch, Altenpflegerin aus Berlin, die halt auch bestimmte Informationen zugänglich gemacht hat, zum Beispiel, dass gerade im Pflegebereich die Missstände also katastrophal sind. Die waren lange Zeit nicht so richtig in der öffentlichen Wahrnehmung, einfach deshalb, weil jeder, der irgendwie jemanden hat, der in einem sogenannten Seniorenheim, ich sag mal, outgesourced worden ist, letzten Endes ein schlechtes Gewissen hat und sich nicht wirklich darum kümmert, was passiert mit dem. Deswegen hat sich da lange Zeit nicht wirklich viel getan. Aber die Brigitte Heinisch war halt eine tatsächlich der Ersten, die auf diese Missstände hingewiesen hat. Und wenn Sie mal hier ganz kurz mit Ihren Augen gescannt haben, was da steht, werden Sie verstehen, dass das, was da von Brigitte Heinisch an die Öffentlichkeit getragen worden ist, selbstverständlich in den Systemen bekannt ist. Hier reden wir ganz konkret von der Berliner bekannten Firma Vivantes GmbH. Auch das zum Beispiel, ne? Da wird drum diskutiert, dass man bestimmte Dinge, bestimmte Missstände zwar irgendwie dann doch zugeben muss, aber dann auch nur in bestimmten Umschreibungen, um klarzumachen, dass es halt mehr oder weniger der Zufall ist. So, das ist jetzt der Übergang an meinen Kollegen, der jetzt hier ein bisschen über die Philosophie des Whistleblowings erzählt. Vielen Dank, Johannes. Ja, ich mache da mal weiter. Mach so ein bisschen Reset und fang nochmal ganz vorne an, warum Whistleblowing eigentlich nötig ist. Es geht darum, Licht ins Dunkel zu bringen, Dinge, die im Dunkeln sind, ans Licht zu bringen, Transparenz herzustellen, Kontrolle zu ermöglichen. Das ist nützlich zum einen mal für den Einzelnen, also für den Betroffenen, der einfach loswerden kann, was ihm auf den Nägel brennt. Denn die meisten Leute machen das ja nicht gerne, diese Rechtsbrüche, sondern sind auch wiederum in irgendwelchen Zwängen. Wenn man genauer hinguckt, ist das aber auch nützlich für die Organisation, die betroffen ist. Denn eigentlich sollte sie darauf hinzielen, im Wettbewerb vielleicht auch mit WikiLeaks oder anderen Portalen, im Wettbewerb mit Medien, im Wettbewerb mit Gesetzeshütern, an die sich Whistleblower ja auch wenden können, erstmal faktisch, die Leute bei sich im Haus zu behalten und die Informationen selber sich nutzbar zu machen. Nicht im Sinne, sie zu vertuschen und dagegen anzugehen, sondern im Sinne, Fehler zu erkennen, aus den Fehlern zu lernen und besser zu werden, also innovativer auch zu werden. Nützlich ist es aber auch und letztlich eine Bedingung auch für eine Demokratie, zu wissen, was in diesen Kreisen auch vorgeht, frühzeitig erkennen zu können, was los ist und nicht hinterher die Zeche nur bezahlen zu müssen. Also müsste es eigentlich im Interesse der Organisation sein, im Interesse von Staat und Gesellschaft sein, Whistleblowing zu fördern. Wenn man genauer hinguckt, stellt man aber ziemlich schnell fest, dass Whistleblowing zu wenig stattfindet. Warum ist das so? Weil auf den Einzelnen ziemlich viele verschiedene Anforderungen zukommen. Ich habe hier mal versucht, ein paar davon, also die Grünen, die eigentlich für Whistleblowing sprechen mögen und die Roten, die eigentlich dagegen sprechen, deutlich zu machen. Wenn man versucht, das Ganze mal ein bisschen zu systematisieren, stellt man fest, und das tut die insbesondere angelsächsische Literatur auch zum Thema Whistleblowing, dass es im Wesentlichen drei Gründe gibt, warum Whistleblowing nicht stattfindet. Den letzten unten, Nachteile, Sanktionen, das ist das, was alle wissen, wovon alle ständig reden. Aber es gibt eigentlich noch zwei andere Gründe. Nämlich zum einen in der Situation überhaupt die Abwägung zu treffen, wem gegenüber bin ich loyal. Schon in der Schule wird Loyalität hauptsächlich gegenüber dem Lehrer eingefordert. Wer Gehorsam einfordern will, setzt insbesondere auch auf personelle Loyalität. Es gibt aber auch noch andere Loyalität, nämlich Loyalität zu Werten.
und das zu hinterfragen und eben nicht nur loyal zu Personen sein. Das zweite Punkt ist, warum marschiert der Whistleblower, die Whistleblowerin überhaupt los? Nicht, weil sie in den Medien will, sondern weil sie eine Veränderung haben will von etwas, was diese Person als Missstand begreift. Das heißt, wenn ich gar keine Chance sehe, eine Veränderung zu bewirken, sei es in der Organisation oder sei es von außen, mit Druck von außen, dann werde ich auch nicht zum Whistleblower. Ich werde auf jeden dieser Punkte jetzt nochmal näher eingehen. Loyalität habe ich schon ein bisschen was zu gesagt. Viele von Ihnen werden das Milgram-Experiment kennen. Da sieht man, zu welchen Taten Menschen in Gehorsamsbeziehungen fähig sind. Und das ist eigentlich ja ein ganz einfaches Beispiel nur gewesen. Es gibt noch viel einfachere Beispiele, dieses Strichexperiment von Esch, wo es nur darum geht, festzustellen, ob ein Strich so lang ist wie A, B oder C, der Vergleichsstrich. Und wenn Sie das neutral machen, haben 99,5% der Leute die richtige Antwort. Wenn Sie das aber in der Gruppensituation machen, wo Sie 6 andere vorher das Falsche antworten lassen, steigt die Antwortquote der falschen Antworten auf 37%, also weit mehr als das 50-fache. Und das zeigt einfach, dass Menschen soziale Wesen sind und auch in dieser sozialen Loyalität versuchen zu bleiben, teilweise koste es, was es wolle. Wer also Whistleblowing fördern will, andere Informationen haben will, der muss auch dieses Muster, diese kulturelle Geschichte, die uns auch in der Schule schon anfängt, Petzen ist schlecht, Petzen ist eben nicht immer schlecht. Petzen ist dann nicht schlecht, wenn es darum geht, Mobbing aufzudecken, wenn es Erpressungen aufzudecken geht und vielleicht in einigen anderen Bereichen auch noch. Und diese Rückorientierung an Werten, die ja eigentlich unter Umständen wichtiger sind als Loyalität zu Personen, das ist eigentlich das, was es braucht, um Whistleblowing kulturell auch zu befördern. Jeder Mensch hat in diesen Situationen typischerweise 3 Wahlmöglichkeiten. Er kann das Ganze übersehen, wegsehen, schweigen, das ist das Einfachste. Ich brauche gar nichts zu machen. Also beim Milgram-Experiment muss der Proband ja immer die Taste drücken noch. Bei Schweigen passiert überhaupt nichts, aber es wird halt auch nichts aufgedeckt, der Missstand bleibt bestehen. Die zweite Möglichkeit ist flüchten, also ich sehe zu, dass ich aus der Situation rauskomme. Beim Schweigen noch ein Punkt, vielleicht auch innere Kündigung. Also indem ich immer schweige, indem ich mitkriege, was in meiner Organisation passiert und das ich eigentlich nicht will, verabschiede ich mich ja auch immer mehr von dem Laden. Und flüchten ist halt das wirkliche Verabschieden, in eine andere Abteilung wechseln, ganz wechseln. Und die dritte Alternative ist halt, die Stimme zu erheben, Voice. Und das ist das, was wir als Whistleblowing bezeichnen. Whistleblowing ist keineswegs Denunziation. Ich habe das hier mal so versucht, so ein paar Punkte auseinanderzunehmen. Der entscheidende Unterschied ist erstmal, Denunziation ist typischerweise etwas, was auf etwas Unwahrem aufbaut. Das heißt, ich behaupte die Unwahrheit, um jemand anderen zu denunzieren. Der zweite Punkt ist, da wo es nicht auf die Unwahrheit aufbaut, hängt es sehr häufig damit zusammen, dass das Regelsystem, an dem ich mich orientiere, auf das ich mich beziehe, wie zum Beispiel in Diktaturen, das eigentliche Problem ist. Aber es ist natürlich viel einfacher zu sagen, der Denunziant ist der Böse, der hat die Juden verraten, als zu sagen, warum haben denn diese Regeln bestanden und was habe ich dagegen getan, es zu verhindern. Letztlich ist Whistleblower-Schutz kein Denunziantenschutz. Das, was wir wollen, ist zum Beispiel gesetzlicher Schutz, komme ich nachher noch zu. Ein Denunziant ist eigentlich das Schlechteste, was passieren kann, dass jemand der Sache nachgeht und sie unabhängig aufklärt. Denn der will ja das Gerücht haben, will davon leben, dass da irgendwo was dran sein könnte. Was wir fordern, ist, dass diesen Missständen halt nachgegangen wird. Und das ist im Prinzip ein Widerspruch zu dem Denunziantentum. Whistleblowing ist eine ganz schwierige Geschichte. Es gibt ganz, ganz viele Kriterien, anhand deren ich abwägen muss und typischerweise die Leute auch abwägen, was mache ich. Welche Situation ist es genau, welche Rolle habe ich in der Situation, wie wichtig ist der Missstand, wen kann ich ansprechen und. Das sind also ganz, ganz viele problematische Situationen und die Menschen sind damit typischerweise ganz allein gelassen. Es gibt in Deutschland zumindest niemand, vielleicht aus unserem Netzwerk, das es aber auch nicht leisten kann letztlich, der versucht, diese Leute dann zu beraten. Gewerkschaften mögen das auch machen, auch Kirchen teilweise, wo die Leute sich dann hinwenden, die aber alle letztlich mit der Situation nicht so zurechtkommen und das nicht typisch ist. Also auch Gewerkschaften sind halt Vertreter der gesamten Arbeitnehmerschaft und gerade Betriebsräte, die dann als Ansprechpartner in Betracht kommen, müssen halt auch sehen, dass sie langfristig mit dem Unternehmen zurechtkommen. Und ein Whistleblower ist halt typischerweise der dann halt aus dieser Menge des Schweigens heraustritt und sagt, da ist ein Missstand. Und damit macht er sich halt auch bei seinen Kollegen leider Gottes meistens nicht sonderlich beliebt.
Neben diesen ganzen Fragen ist auch eine entscheidende Frage, hat der Johannes eben auch schon mal angesprochen, an wen wende ich mich? Man kann im Prinzip drei Ebenen unterscheiden. Das erste ist innerhalb der Organisation, die dadurch diese Pyramide dargestellt sein soll, einen internen Ansprechpartner, also der Whistleblower ist dieser kleine lila Punkt. Dann kann ich mich nach oben typischerweise orientieren, das heißt, ich fange an mit dem direkten Vorgesetzten. Das ist eigentlich das typische Whistleblowing, das gegenüber dem unmittelbaren Vorgesetzten stattfindet und sagt, hier läuft was schief, hier werden Rechtsbrüche begangen, da muss ich was ändern. Und wenn der nicht reagiert, eskaliert es immer weiter nach oben. Und dann irgendwann halt auch zu einer staatlichen Ebene, die so ein bisschen da oben drüber mit Petitionsausschuss, Abgeordneten, Aufsichtsbehörden und so weiter, Staatsanwaltschaft angedacht ist. Und wenn auch die nichts tut, und das haben wir ja eben auch gehört, dass da oft auch keine Reaktion erfolgt oder die falsche Reaktion erfolgt, dann gibt es halt noch den Weg in die Medien, die Öffentlichkeit und mittlerweile auch Leak-Plattformen. Nochmal zurück zu den drei Hinderungsgründen oder Gründen, warum Whistleblowing nicht stattfindet. Der zweite ist die Chance, eine Veränderung zu erzielen. Die kann ich im Inneren erzielen, wenn es mir gelingt, in der Organisation die maßgeblichen Leute zu überzeugen. Aber Problem ist dabei, das läuft ja aus bestimmten Gründen so, wie es läuft. Also wenn es nur so läuft, weil es niemand mitgekriegt hat, habe ich eine ganz gute Chance, dass es geändert wird. Aber wenn, wie in dem Fall Heinig zum Beispiel, handfeste ökonomische Interessen eine Rolle spielen, dann gibt es natürlich auch Interessen, das zu verhindern, dass es ordentlich gemacht wird, weil es zu teuer ist und. Und dann verschiebt sich der Fokus, wenn der Whistleblower etwas vorbringt, womit er recht hat. Ganz schnell merkt man dann halt auch auf der anderen Seite, dass man ihn da kaum knacken kann, dass man ihn da schlecht angreifen kann. Und dann verschiebt sich der Fokus auf die Person. Das heißt, der Überbringer der schlechten Nachricht wird zum Ziel der Angriffe. Und das ist eigentlich das, was wir bei Repressalien gegen Whistleblower beobachten können. Und es wird dann halt auch geleugnet, dass überhaupt ein Missstand besteht und. Die Person wird angegriffen, unglaubwürdig gemacht. Kurz, statt Veränderung passiert Vertuschung. Aber auch von außen ist es nicht so einfach möglich, Organisationen zu ändern, denn die Information ist ja erstmal in der Organisation. Das heißt, die muss erstmal jemand außen, muss sie mühselig erwerben, er muss die Kompetenzen, die Eingriffsbefugnisse haben, das zu machen. Auch Medien, auch Leak-Plattformen funktionieren nicht immer. Es gibt gewisse Voraussetzungen, wann ein Thema durch die Medien getragen werden kann und wann nicht. Und ganz viele regionale Fälle werden halt durch die Medien bisher zumindest nicht transportiert, weil die Medien da auch wirtschaftliche Verknüpfungen haben vor Ort, weil sie nicht die Infrastruktur haben, Dinge nachzurecherchieren, vernünftig aufzubereiten und auch nicht lang genug an einer Story dranbleiben. Also wir haben ja eben an der Grafik gesehen, wie kompliziert solche Fälle sind. Das war ja jetzt nur eine Übersichtsgrafik. Also typischerweise haben Whistleblower-Fälle, gerade wenn intern schon Abläufe da waren, Beschwerden da waren, sehr komplizierte Zusammenhänge und da muss man halt sich auch einarbeiten von außen und bereit sein. Und das Einstellen, gerade auch bei Staatsanwaltschaften, halt die viel einfachere Lösung. Das ist aus einer Statistik von Amerika, da ging es um erfolgreiche Fälle von Whistleblowing, also erfolgreich in dem Sinn, die haben auf Wirtschaftskriminalität hingewiesen und die Wirtschaftskriminalität hat sich bestätigt, die Kriminellen wurden bestraft. Und da kann man dann immer noch feststellen, dass 38% der Betroffenen aus Angst vor Repressalien anonym agierten und 82% von denen, die nicht anonym agierten, tatsächlich auch Repressalien erfahren haben. Also selbst in den Fällen, wo nachher sich herausstellte, da war was dran, da waren Kriminelle am Werk, ist das nächste Problem, nämlich das dritte, Sanktionen, Nachteile, ein ganz wichtiges. Es gibt aber nicht immer Sanktionen. Also es gibt auch viele Fälle in Organisationen, kleine Fälle, die viele von euch wahrscheinlich gar nicht als Whistleblowing begreifen würden, wo dann sofort reagiert wird, also eigentlich das, was wir uns wünschen, wo es keine Probleme gibt. Aber andererseits gibt es halt Probleme, Gründe habe ich eben schon genannt. Also das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, bekanntes Zitat, das gilt in dem Fall ganz genauso. Vertuschung, wenn wir den Whistleblower angreifen, unglaubwürdig machen, wenn wir ihn von Informationen abschneiden können, können wir ihn stärker bekämpfen. Letztlich geht es um einen Machtkampf. Also in dem Moment, wo die Organisation nicht bereit ist, das zu selber anzuerkennen und zu ändern, entsteht ein Machtkampf und es muss halt jemand gefunden werden und das ist die Suche des Whistleblowers, die dann auch in einer Eskalation endet. Er muss jemanden finden, der mächtig genug ist, sich die Sache zumindest mal anzuschauen und gegebenenfalls, wenn es sich als Missstand herausstellt, dann auch eine Änderung durchzudrücken. Und genau das ist das Problem, wo finde ich den oder die Organisation? Da gibt es im Prinzip ein paar Möglichkeiten, dann auch Schutz dabei noch zu erreichen. Das eine ist halt der Idealfall in der Organisation,
finde ich jemanden, der sich dem Thema anschließt, mit mir verbündet quasi und diese Macht halt hat. Die andere Möglichkeit, ich versuche, meine Person zumindest da rauszuhalten, nur die Informationen rüberzubringen. Und das ist halt dieser Weg über Vertraulichkeit oder Anonymität. Dazu muss man wissen, dass Anonymität in den allermeisten Fällen nicht funktioniert. Weil die Leute eben nicht da sitzen und sagen, ich werde jetzt zum Whistleblower und ich gebe das an WikiLeaks, sondern die haben vorher schon sich Gedanken gemacht, die haben vorher aufgemuckt. Und es sind auch typischerweise nicht Informationen, die in einer amerikanischen Datenbank stehen, die für 800.000 Leute verfügbar sind, sondern es sind Informationen, die nur in einem kleinen Kreis verfügbar sind. Und wenn da jemand schon mal den Mund aufgemacht hat, dumme Fragen gestellt hat, dann ist es mit der Anonymität ziemlich schnell vorbei. Und wenn 75% etwa der Whistleblower zunächst intern vorgehen, ist es für die auch mit der Anonymität vorbei. Auch Vertraulichkeit ist so eine Geschichte, da gibt es immer wieder mal Zusagen, ja, wir behandeln das vertraulich. Aber spätestens, wenn die Staatsanwaltschaft eine Akte anlegt, nachher über den Fall und den Sachen nachgeht, dann steht in den allermeisten Fällen der Name des Informanten da drin und die Gegenseite braucht dann nur Akteneinsicht zu nehmen, dann ist es da auch mit der Vertraulichkeit ziemlich schnell vorbei. Ein anderer Schutzmechanismus ist halt Solidarisierung. Das kann mit den Kollegen passieren, das kann mit einer Gewerkschaft passieren. Das ist letztlich auch der Weg, wo es über die Medien passiert. Und ganz unten ist das, was wir eigentlich auch haben könnten, wenn wir ein demokratischer Rechtsstaat sind, nämlich die Rechtsordnung sich auf die Seite der Whistleblower stellt und sagt, wir brauchen diese Informationen, die sind gesellschaftlich relevant, wir schützen die Leute, die diese Informationen an den Staat zumindest geben. Ja, das ist jetzt so die Rechtsprechung und das ist eine Zusammenfassung davon. Das heißt, im Prinzip ist es im Moment so, dass der Whistleblower grundsätzlich gegen keine arbeitsrechtlichen oder beamtenrechtlichen Pflichten verstößt. Also jetzt gehen wir mal davon aus, der ist in einem Unternehmen eingegliedert oder in einer Behörde, das ist der typische Fall, weil da sind die Informationen. Also jede Offenbarung, sowohl gegenüber Behörden als auch nach außen, ist ein Verstoß gegen diese Pflichten. Dann sagt das Bundesarbeitsgericht, ja, aber es kann auch legal sein, wenn es, du musst aber im Regelfall erstmal deinen Arbeitgeber informieren oder deinen Dienstherrn informieren und wenn der nichts tut, dann darfst du irgendwann dich auch an öffentliche Stellen, an Behörden wenden. Nach meinem Verständnis verstößt das gegen den Artikel 17 des Grundgesetzes, weil da steht nämlich drin, dass jedermann sich jederzeit im Prinzip, zumindest schriftlich, mit Bitten, Beschwerden an die zuständigen staatlichen Stellen wenden darf. Das ist das, was eine Petition ausmacht. Aber das Bundesarbeitsgericht sagt, stört uns nicht, es muss zumutbar sein oder es kommt darauf an, ob es nicht doch zumutbar war, zunächst intern vorzugehen. Wann das zumutbar ist, weiß der Whistleblower nicht, das sagt ihm das Gericht dann 5 Jahre später. Und das genau ist das Problem. Und wenn ich das nicht wissen kann, und nach der jetzigen Rechtsprechung kann ich es nicht wissen, dann halte ich es Maul. Und damit findet Whistleblowing nicht statt. Das heißt, die Rechtsprechung und die Gesetzgebung, wie wir sie im Moment haben, führt dazu, dass Whistleblowing eben unterbleibt. Mal ganz abgesehen davon, wie hoch die Chancen sind, allein unter dem Aspekt Repressalien. Ich habe keinerlei Schutz vor Repressalien. Ich kann selbst von einer Strafanzeige, und das genau ist der Brigitte Hainich passiert, kann ich gekündigt werden. Und zwar fristlos. Ja, dann gab es 2008 einen Gesetzesentwurf, der versuchte, das zumindest gesetzlich zu regeln, dass halt ein bisschen größere Rechtssicherheit war, der aber im Prinzip, wenn man mal davon absieht, dass der Punkt Straftat halt direkt eine Möglichkeit geben sollte, sich an die Staatsanwaltschaft zu wenden, aber in allen anderen Punkten im Prinzip nur die Bundesarbeitsgerichtsrechtsprechung kodifiziert hat. An dem haben wir auch ganz viele Kritikpunkte gehabt, insbesondere, dass halt das Petitionsrecht eigentlich ein Wahlrecht gibt, entweder intern oder gegenüber einer Behörde, nicht gegenüber der Öffentlichkeit, das ist nochmal eine andere Geschichte, weil bei der Öffentlichkeit ist halt das Problem dann wirklich, dass derjenige, der die Organisation quasi dann in ihrem Ruf geschädigt werden kann. Aber wir haben ja erstmal noch den Mittlerstaat dazwischen, der eigentlich diese verantwortungsvolle Mittlerrolle übernehmen sollte und das ist das, was wir auch von ihm einfordern. Aber selbst dieser Gesetzesentwurf kam nicht zustande. Die Arbeitgeberverbände haben schon, bevor der Gesetzesentwurf überhaupt auf dem Tisch lag, massiv dagegen getrommelt, das als Denunziantenparagraf verunglimpft und verhindert. Die Punkte habe ich im Prinzip alle schon genannt. Jetzige Situation, man hat keine Chance, dass man wirklich was erreichen kann oder kaum eine Chance, dass man was erreichen kann. Man kann sich ziemlich sicher sein, dass man vor Repressalien nicht geschützt wird. Also im Prinzip können wir, und das ist leider ein Armutszeugnis auch für den Verein, im Prinzip nur sagen, halt's Maul. Wenn du sicher gehen willst, halt's Maul,
Sieh zu, dass du einen anderen Arbeitsplatz findest und dann kannst du dir überlegen, es vielleicht zu machen, aber selbst dann hast du das Risiko, mit Schadensersatzprozessen überzogen zu werden. Wie sollte Geheimnisschutz aussehen? Ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Also es geht nicht darum, dass alles in die Öffentlichkeit kommen soll, aber man sollte eine Stufenprüfung machen und erstmal testen, liegt überhaupt ein schützenswertes Geheimnis vor? Also ist etwas noch geheim? Soll es geheim sein? Und da sind wir bei einem ganz maßgeblichen Punkt bei dem Informationsfreiheitsgesetz, hier mit IFG abgekürzt. Das IFG wimmelt nur so vor Ausnahmen im Prinzip. Das heißt, wir leben in einer Demokratie, in der die Bürger, das Volk, der Souverän nicht wissen darf, was auf staatlicher Ebene passiert. Und man könnte locker 80% dieser Ausnahmen abschaffen, das sollte man auch tun. Und im zweiten Punkt sollten... sollten die meisten Informationen, die nach diesem neuen IFG dann öffentlich zugänglich sind, auch öffentlich verfügbar gemacht werden, und zwar im Sinne von Open Data. Der dritte Punkt ist ein ganz wichtiger, kein Geheimnisausschuss. Nach unserem Verständnis sollte ein Geheimnis automatisch dann ausscheiden, wenn es darum geht, Rechtsbrüche zu schützen. Das heißt, eine Information über einen illegalen Zustand kann kein von der Rechtsordnung gleichzeitig geschütztes Geheimnis sein. Und das ist genau der Missstand, den wir im Moment haben. Zweiter Punkt, Geheimnispflichten sollten nur für besonders Verpflichtete gelten. Also nicht für die Medien, nicht für Blogs, nicht für Dritte, die diese Informationen irgendwie erlangen und dann nur weitergeben. Dann der andere Punkt es sollte immer ein Offenbarungsrecht gegenüber Berechtigten bestehen. Der Staat hat ein Gewaltmonopol, das kann er nur ausüben, wenn auch gleichzeitig jeder das Recht hat, sich an den Staat zu wenden. Und insoweit sollte diese Ebene komplett von Geheimnisverrat ausgenommen sein. Und der letzte Punkt, auch ganz wichtig, gerade auch im Fall Manning, es sollte immer auch eine Abwägung zwischen dem geschützten Geheimnisinteresse oder dem Interesse am Schutz des Geheimnisses und dem öffentlichen Interesse an der Offenbarung durchgeführt werden. Wir haben das Ganze in 10 Punkten eines effektiven gesetzlichen Whistleblower-Schutzes festgelegt. Die Chance zur Veränderung in der jetzigen Regierungskonstellation dürfte nahe Null liegen. Zum Schluss ganz kurz noch was zum Netzwerk. Wir sind ein kleiner Verein, 65 Leute, Mitglieder mittlerweile, ausschließlich Ehrenamtliche, haben nicht sonderlich viel IT-Kompetenz und ich lade jeden ein, der Interesse hat, uns da zu unterstützen, da auch mitzumachen. Zweck des Vereins, Förderung des demokratischen Diskurses, Förderung von Whistleblowing, Vernetzung, Beratung, Forschung, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit und insgesamt halt das Klima für einen demokratischen Diskurs fördern. Das sind so ein paar Sachen, die wir gemacht haben. Das meiste findet ihr aber auch auf unserer Webseite. Ja, damit komme ich zum Schluss. Und das sind auch Thesen, ja. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass es unter bradleymanning.org auch eine Möglichkeit gibt, den Bradley Manning und seinen Prozess finanziell zu unterstützen. Vielen Dank. Ganz wichtig, bevor ich es vergesse, wir haben unten noch Flyer ausliegen, 2 verschiedene Versionen. Und die Ausstellung, also wir haben eine Ausstellung mit 10 Porträts von Whistleblower und Whistleblowerinnen und auch nochmal Informationen zum Thema, die ist hier unten im Erdgeschoss an der Fensterfront zum Alexa. Ansonsten stehen wir jetzt gerne noch für eure Fragen zur Verfügung. Yeah. Ja genau, wer Fragen hat, bitte rechts und links zu den Mikrofonen gehen und sich dort aufreihen. Ich rufe euch dann entsprechend auf. Eine Frage bezüglich Bradley Manning. Also ich finde eure Idee ganz gut. Es gibt ja auch Transparency International hier in Berlin, die sich ja vor mehreren Jahren, vor 10 Jahren hier gegründet hat, über 10 Jahren, um halt Korruption zu bekämpfen. Deren Angehensweise ist halt natürlich nicht, jemanden an den Pranger zu stellen oder Whistleblowing, sondern mehr Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.
Also meine Frage in erster Linie geht jetzt an Bradley Manning. Welche Aktionen leistet ihr jetzt bezüglich ihn jetzt irgendwie zu unterstützen? Weil er ist halt sozusagen jetzt das Opfer von WikiLeaks geworden und es wäre natürlich schade, wenn wir den jetzt sozusagen alleine da stehen lassen. Danke. Ja, bis jetzt haben wir noch nicht sonderlich viel gemacht, was wir gemacht haben. Wir haben die Petition, die es dazu gab, zu Bradley Manning auf unserer Website im Blog gehabt und haben auch einen Spendenaufruf gemacht. Ansonsten wäre es natürlich auch eine Überlegung, dass wir vielleicht spontan irgendwann im Laufe des CCC mal zur amerikanischen Botschaft rübergehen würden und den Herrschaften mal da unsere Solidarität mit Bradley Manning demonstrieren. Aber vielleicht sollte man das erst nochmal mit der Tagungsleitung absprechen, bevor ich hier einen wilden Walkout produziere. zu Transparency International vielleicht noch ein Stichwort. Ich bin selbst auch Mitglied bei Transparency International, auch in dem Arbeitskreis Hinweisgeber, die es da gibt. Insbesondere die internationale Sektion oder das internationale Sekretariat von Transparency International kümmert sich mittlerweile sehr stark um das Thema Whistleblowing. Es gab Anfang des Jahres oder jetzt vor 2 Monaten gab es ein offizielles Papier, ein offizielles Positionspapier und es gab im Dezember letzten Jahres 27 Punkte zur internationalen Gesetzgebung für Best Practice für Whistleblowing. Und an beidem haben wir auch mitgearbeitet und unterstützen das auch voll und ganz. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage zum Schutz von Whistleblowern. Neben dem, sag mal, dem rechtlichen Schutz schützt ja auch oft massive Öffentlichkeit den Beteiligten vor allzu großen Konsequenzen. Die Frage ist jetzt, inwieweit sollte man sich überlegen, wie man diese Öffentlichkeit, diese breite Öffentlichkeit herstellen könnte. Nicht unter Ausschluss der klassischen Medien, aber unabhängig der klassischen Medien. Wenn man sich den Fall WikiLeaks mal anschaut, ist er nämlich meiner Meinung nach einfach symptomatisch dafür, dass unsere vierte Macht im Staat seit 15 Jahren anscheinend ihre Arbeit nicht mehr gemacht hat. Sonst wäre die WikiLeaks-Sache ja nicht besonders interessant. Also was sind da eure Gedanken, wie könnte man Öffentlichkeit herstellen mit einer Sicherheit für den Whistleblower, ohne sich darauf auf klassische Medien verlassen zu können? Um Öffentlichkeit herzustellen, braucht man in aller Regel die Medien, und zwar reichweitenstarke Medien, weil wie will man 82 Millionen Menschen hier in Deutschland allein hier erreichen, das geht eigentlich nur, indem man irgendwie Medienvertreter mit einspannt. Es gibt eine ganze Reihe Whistleblower-Fälle, die so ein bisschen ins öffentliche Licht gerückt sind, wie zum Beispiel die hessischen Steuerfahnder, eine Affäre, die seit mehreren Jahren geht. Das ist relativ bekannt, auch hier in Berlin, auch auf der Bundespolitik zum Beispiel. Aber es hat nicht genützt, dass diese Leute, die ja auch bis zum Schluss sozusagen sich nicht mit dem Unrecht da abfinden wollten, dann letzten Endes mit zwangspsychiatrischen Gutachten da aus dem Dienst entfernt worden sind. Also die Öffentlichkeit nützt bei uns in Deutschland, was so die rechtliche Position eines Beamten, eines Arbeitnehmers anbelangt, relativ wenig. Eigentlich würde ich sagen, es nützt eigentlich nicht viel. Es ist eigentlich eher so ein Incentive, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, dass es hier ein Problem gibt, was einfach nicht gelöst ist. Das ist der Widerspruch, den ich vorhin versucht habe aufzuzeigen, dass ein Whistleblower ja eigentlich jemand ist, der rechtzeitig und vorher wichtige Informationen bereitgibt. Auf der anderen Seite aber halt eben nicht geschützt ist, wohin der Zeuge, der zu spät aussagt, vollkommen Schutz genießt. Also Öffentlichkeitsmache, Öffentlichkeits-PR bringt eigentlich für den Schutz des Betroffenen eigentlich sehr, sehr wenig, jedenfalls hier bei uns. In den USA mag das ein bisschen anders sein, da wissen wir jetzt nicht, wie diese ganze Geschichte ausgeht. Da, denke ich mal, könnte sich genügend öffentlicher Druck aufbauen, dass diejenigen, die zurzeit da die politischen Fäden in der Hand halten, nicht auf die verrücktesten Ideen kommen. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass es sich überhaupt gar nicht lohnt, irgendwie mit einem Namen etwas zu leaken, weil jetzt diese Leute, die jetzt was geleakt haben, die könnten jetzt, wenn sie Pech haben, im falschen Krankenhaus sein und dann aus der Narkose nicht aufwachen oder beispielsweise über die Straße gehen und plattgefahren werden, so ganz zufällig. Und von daher wäre es, sage ich mal,
nicht gut, überhaupt seinen Namen in Verbindung mit dem geleakten Material zu bringen. Also das heißt, man müsste eigentlich, und das Problem ist auch mit dem WikiLeaks, ich habe das selber mal probiert, habe da mal was reingetan und es wurde zensiert, das wurde nämlich nie veröffentlicht. Und hat die Kirche belastet damals, als diese Schwulenskandale da waren mit den Kindern, die dann da in ganz übler Weise dann missbraucht worden sind. Da gab es nämlich ein internes Papier von der Kirche, wie da zu verfahren ist, um die Leute mundtot zu machen. Und das Problem ist einfach das, dass dann sogar diese WikiLeaks auch zensieren. Und man muss im Prinzip ein Verfahren haben, was man im Prinzip einfach das rausdampft. Und es liegt dann einfach irgendwo auf irgendwelchen Servern und diese Server wissen am besten gar nichts voneinander, weil die irgendwie mit Tor Hidden Services verbunden sind und dann wird das einfach da rausgeschmissen und irgendwer, der es findet, der freut sich, dass er was gefunden hat und kann es dann halt benutzen oder nicht benutzen. Weil das ist ein technologisches Problem, was sich lösen lässt, dass man einfach irgendwo Daten verreibt. Das heißt, man schmeißt die Daten über den Zaun und die werden dann ganz breit verrieben und irgendwann mal sind sie laut und die Leute sehen das und keiner weiß mehr, wo es herkommt. Und da darf auch kein Mensch dahinter stehen, sondern das muss irgendwie als Zugabe für einen WLAN-Router oder sowas einfach mit dabei sein und sich dann entsprechend irgendwie verbreiten. Also man will genauso, wie man auch Tor jetzt als Zugabe für einen WLAN-Router da drauf tun kann, indem man zum Beispiel WLAN-Router kauft, die mit neuer Firmware ausstattet und dann zurückgibt innerhalb von 14 Tagen, kann man beispielsweise auch eine solche Software dann... kann man im Prinzip ein solches System, was dann auf Tor aufbaust, im Prinzip dann auch nutzen und das auch bauen. Das muss nur ein System, muss man nur schaffen und dann ist das kein Problem. Das ist ein technisches Problem. Okay. Ja, ich möchte ihm nicht ganz zustimmen. Also ich denke, du hast an vielen Punkten recht und für einige Situationen von Whistleblowing mag genau das der richtige Weg sein. Ich teile auch deine Kritik, dass WikiLeaks mittlerweile auch Dokumente zensiert und auch nicht mehr alles aufstellt. Aber das Problem ist auch, selbst wenn sie alles ausstellen würde, müsste es immer noch jemanden geben, der dann sucht. Und das war ja auch ein Problem, das WikiLeaks erfahren hat, weswegen sie sich dann ja auch zu der Strategie mit den Medien entschieden haben. Und in dem Moment, wo du eine Medienstrategie fährst, triffst du auch wieder eine Auswahl. Das heißt, selbst wenn immer noch alles da ist, was die bessere Lösung wäre, dann müsste irgendwie eine Auswahl getroffen werden und sei es auch durch die Journalisten. Aber du kannst halt die Öffentlichkeit nicht mit 20.000 Themen gleichzeitig fluten. Das ist unmöglich. Du musst halt gucken. Da erinnerst du mich an diese Typen vom Radio, die sagen, nein, ein Beitrag darf maximal 2,5 Minuten lang sein und dann kommt dann irgendwas Interessantes, ach, jetzt spielen wir wieder Musik, weil der Hörer ist dumm, der kann nicht zuhören, jetzt muss man wieder Musik hören und dann erzählt der Professor wieder da 2,5 Minuten was und dann kommt wieder Musik. Und genauso meint man, dass das Volk dumm ist, das Volk ist nicht dumm. Nein, das meine ich ja keineswegs, aber jeder hat nur eine bestimmte Aufnahmekapazität. Ja eben, das ist genau das Volk ist dumm. Das kann ich nur 2,5 Minuten zuhören. Nein, ich kann mich 3 Fällen widmen, ich kann mich vielleicht noch 5 Fällen widmen, aber ich kann mich nicht 500 Fällen widmen. Das ist das Problem. Aber du hast ein Steckenpferd und suchst aus dem Pool was heraus, was dich juckt. Ja, da muss ich aber erst mal wissen und Tools haben, und die mag es ja auch geben, und da bin ich auch dafür, und der Guardian macht ja auch einiges oder hat einiges gezeigt, was der Spiegel verschlafen hat, aber... Du hast trotzdem noch das Informationsproblem. Aber grundsätzlich gebe ich dir in der Hinsicht recht, ich will doch was ganz anderes raus. Das Problem ist erstens, du brauchst ein Dokument. Du hast also viele Fälle, in denen es nicht ein Dokument gibt. Und wenn du dann schon mal 20 Dokumente oder 25 oder 50 oder 500 brauchst, um ein Muster zu erkennen, dann wird es auch schon wieder schwieriger. Zweitens, du brauchst eine Dokumentenverfügbarkeit, die möglichst groß ist, um in dieser Menge untertauchen zu können. Hast du auch nicht immer. Drittens, die Leute marschieren nicht damit los, oder es sind nicht alle Missstände, die wert wären, offengelegt zu werden, so groß, dass jeder sofort weiß, dass es ein Riesenmissstand ist und jeder sofort darauf anspringt. Sondern es gibt auch viel, viel kleine Dinge, wo man erstmal misstrauisch wird, Fragen stellt und dann im Laufe der Zeit erst mitkriegt, was wirklich dahinter steckt. Und wo man versucht, auch verantwortlich in seiner Organisation, an die man als Whistleblower, das häufigste Wort, wenn ich mit Whistleblowern rede, und ich habe mit vielen geredet, die ihre Situation beschreiben, ist, am Anfang war ich naiv. Das heißt, die Leute glauben am Anfang noch an ihre Organisation. Die versuchen intern was zu lösen.
Weil die Leute, die nämlich nicht an ihre Organisation glauben, für die ist es viel einfacher zu sagen, ich lasse mich auf diesen ganzen Terz nicht ein, ich gehe und sind dann weg. Zumindest wenn die ökonomischen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Das heißt, es ist wichtig, diese Tools zu haben und es ist wichtig, da auch einen Markt entstehen zu haben, der verschiedene Angebote macht. Das ist einmal das Dump-WikiLeaks, das ist das klassische WikiLeaks, das ist OpenLeaks, BrüsselLeaks, Krypton, whatever. Je mehr, umso besser. Und in diesem Markt wird aber sich auch durchsetzen, hoffentlich derjenige, der dem Whistleblower das beste Angebot macht. Damit meine ich nicht unbedingt finanziell, wobei das auch noch eine überlegenswerte Komponente wäre, sondern meine vor allen Dingen, dass die Sicherheit stimmt, dass es verlässlich ist, dass offengelegt ist, mit welchen Tools gearbeitet wird. Das wissen wir bei WikiLeaks nicht, das wissen wir bis jetzt bei keinem der anderen Tools. Dass eine Möglichkeit zu einer Rückkommunikation da ist, wo der Whistleblower vielleicht auch irgendwann noch eine Hoheit über das Ding hat und sagen kann, stopp. Weil die Frage ist ja zum Beispiel, wenn Manning es wirklich war, war das wirklich im Interesse von Manning, die Cables, die ja zunächst von WikiLeaks abgestritten wurden, dass sie haben, nachher doch zu veröffentlichen? Ich weiß es nicht. Aber dann ist halt, entstehen da auch Loyalitätszwänge und das sind auch Loyalitätszwänge, in denen wir ständig arbeiten. Was machst du, wenn ein Nachrichtendienst eine Leak-Plattform hostet? Entschuldigung, kannst du die Frage nochmal sagen? Was machst du, wenn ein Nachrichtendienst eine Leak-Plattform hostet? Würde sie sich ja anbieten. Ja. Warten wir mal drauf, ob es den ersten gibt. Wir haben ja bei der Taz und bei der Watz mittlerweile Ansätze für Leak-Plattformen. Ich weiß es nicht, das ist alles noch im Entstehen und wir werden sicherlich ganz viele verschiedene Varianten sehen und schauen mal, was sich da durchsetzen wird. Ich meine nicht Zeitung, sondern Schlapphut. Wir lassen jetzt diese Diskussion bitte bleiben. Wir haben noch weitere Fragen. Erstens ist im Internet, zweitens stehen da noch Leute. Also zuerst kommt mal das Internet zu Wort. Wie schätzt euer Netzwerk das Vorgehen von WikiLeaks ein? Und ist die Macht, die WikiLeaks aktuell medial und politisch hat, förderlich, um Dinge zu verändern oder eher schädlich? Also WikiLeaks hat erst einmal hier weltweit eine hohe Aufmerksamkeit auf das grundsätzliche Problem gelenkt und auch, sage ich mal, das Thema Whistleblowing so ein bisschen nach vorne gebracht, was ja vielfach völlig unbekannt ist. Erstens ist es ein englisches Wort. Englisch ist ja nicht, ist zwar Weltsprache, aber nicht jeder versteht die zum Beispiel. Es gibt auch jetzt kein passendes, typisches Wort, was da wirklich geeignet wäre. Deswegen bleiben wir bei diesem Begriff einfach, übersetzen ihn halt einfach mit Alarmschlagen. Also politisch gesehen hat WikiLeaks, egal was man davon denkt und was da jetzt sozusagen von dem Assange im Einzelnen da gemacht oder wie es weitergeht, hat dieses Problem ganz nach vorne gebracht. Insofern hat WikiLeaks erst einmal eine positive Funktion für diese Geschichte gespielt. Ja, ich habe meine Frage und zwar, wie seht ihr eigentlich die Problematik des Konfliktes zwischen Transparenz und Whistleblowing? Und zwar sehe ich konkret die Problematik, dass in vielen Unternehmen, hauptsächlich mittelständischen Unternehmen, sicherlich in gewissen kleinen Rahmen auch Staaten, doch eine Bewegung zu mehr Transparenz hingeht, die jetzt eigentlich durch Whistleblowing in gewisser Weise, viele dieser Firmen eine Gefahr drin sehen, weil sie doch auch eine Art Geheimnisverrat drin sehen. Ich spreche jetzt gar nicht mal so sehr auf WikiLeaks oder Ähnliches an. Whistleblowing ist ja das, was auch im Endeffekt stattgefunden hat mit dem Kauf der Steuerdaten aus der Schweiz oder Ähnliches. Das heißt, da bekommen die Unternehmen inzwischen Angst vor diesen Problematiken und versuchen jetzt die Transparenzbewegung, die wir in den letzten Jahren eigentlich gestartet haben, eigentlich jetzt das wieder als Grund zu nehmen, um dagegen zu arbeiten. Das heißt, da müsste ja dann auch irgendwie eine gewisse Art an Aufklärung, Unterstützung und Ähnliches stattfinden. Also Angst entsteht oft aus Unwissenheit. Wir haben ja seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, könnte man sagen, in Deutschland eine richtige Transparenzentwicklung. Mittelständische Unternehmen werden hier angesprochen. Die müssen seit einigen Jahren Bilanzen veröffentlichen. War vor 20 Jahren völlig undenkbar zum Beispiel. Die ersten Unternehmen haben sich damals mit Händen und Füßen dagegen geweigert, erkennen aber, dass das Sinn machen kann, weil sie verstehen, dass auch andere von außen, also Kunden, Lieferanten und so weiter, Interesse haben zu wissen, geht es der Firma gut oder geht es der Firma schlecht zum Beispiel. Also da haben wir einen stetigen Trend, der immer mehr Transparenz durchsetzt.
Informations- und Freiheitsgesetze ist das, was auf politischer Ebene zum Beispiel hier gemacht wird. Also insofern denke ich mal, wenn das Problem jetzt darin besteht, dass Unternehmen sich aus falschen Dingen jetzt Angst machen oder Sorge haben. Hier geht es ja um Missstände zum Beispiel. Für die Kantine und für den Speiseplan einer mittelständischen Kantine wird sich kein Mensch interessieren, sondern wenn irgendwie einer der Beschäftigten weiß oder merkt, hier ist Korruption vom Allerfeinsten vom Zuge, dann würde er ja normalerweise so, wenn wir eine positive Kritikkultur hätten, würde er ja zu seinem Chef gehen können und sagen, hör mal, ich weiß, hier läuft was falsch, das können wir doch gar nicht machen. Wir verärgern ja auch unsere Kunden, unser Image leidet drunter. Das ist ja etwas, was viele große Firmen inzwischen gelernt haben, dass ihr Image drunter leidet, also die Firma Siemens zum Beispiel. Insofern beginnen immer mehr Unternehmen, auch mittelständische, umzudenken und zu erkennen, dass das eigentlich eine interessante Sache ist, die nicht nur der Gesellschaft nützt, sondern ihnen eigentlich auch. Da versuchen wir, entsprechende Hilfestellung zu geben, beziehungsweise auch dieses Thema dort zu kommunizieren. Das ist einer unserer vielen Arbeiten, aber ich will dazu sagen, weil das, glaube ich, kam hier gar nicht so richtig zur Sprache. Wir sind zurzeit ein sehr kleiner Verein mit etwa 50 Mitgliedern, haben ein Mini-Etat von knapp 3.000 Euro im Jahr, machen im Grunde genommen alles ehrenamtlich. Und da sind auch unsere eigenen Kapazitäten zurzeit immer sehr schnell am Limit. Und dann gehen halt viele Dinge einfach gar nicht mehr. Es sei denn, hier der halbe Saal hier wird nachher gleich Mitglied. Das würde hier einen mächtigen Schub nach vorne bringen. 1997 hat in der Schweiz ein Whistleblower Dokumente veröffentlicht, die eigentlich hätten vernichtet werden sollen. Es ging um Bankbelege von Holocaust-Opfern. Daraufhin wurde er insbesondere auch in der Bevölkerung stark kritisiert. Steht die Öffentlichkeit damit dem Whistleblowing nicht nur positiv gegenüber? Ja, du sprichst den, euer Internet war das, ne? Sprich den Fall Miley an. Interessanterweise hat der Herr Miley dann in den USA Asyl bekommen. Während mittlerweile ein anderer Schweizer Whistleblower, der Bradley Birkenfeld, auch in den USA im Knast sitzt. Also das Thema ist schon ambivalent. Das merkt man auch, wenn man mit Leuten diskutiert. Und diese Begriffe Nestbeschmutzer, Denunziant, Verräter, die kommen immer wieder. Also es sind sehr, sehr viele Vorbehalte da. Deswegen versuchen wir ja auch, diese Diskussion zu führen, denn nur dadurch kann man diese Vorbehalte überwinden. Und wir sagen, es ist letztlich kein rechtliches Problem, es ist kein technisches Problem, es ist in allererster Linie ein kulturelles Problem. Und jeder von uns muss sich an die eigene Nase fassen und fragen, wie gehe ich denn mit Kritik um? Denn darauf läuft es letztlich auch hinaus. Hallo. Ja, was man gemerkt hat hier mit WikiLeaks ist, dass die Komplexität von den Dokumenten zu verstehen eigentlich und das Problem ist, warum es nicht in die Öffentlichkeit kommt, das durch die Medien gehen musste. Und ich dachte, würde es nicht eine gute Idee sein, die Universitäten hineinzubringen in die WikiLeaks, damit weil die haben ja die Leute, die in internationale Politik was verstehen oder in allen diesen Gebieten, wo die diese Dokumente eigentlich verstehen könnten und in den größeren Kontext hineinstecken konnte. Frage lässt sich ganz einfach beantworten in zwei Sätzen. Erstens, sehr gute Idee. Zweitens, wir arbeiten dran. Ein Satz muss ich aber noch dazu sagen. Der Johannes Ludwig ist ja ein Vertreter einer Universität und deswegen machen wir ja auch die Partnerschaft mit anstageslicht.de, wo die Hochschule Hamburg dann auch dahinter steckt und versuchen das in dem Sinne anzustoßen. Aber da gibt es halt auch viele Universitäten, die da auch noch wachgeküsst werden müssen. Also wer mal Whistleblowing für sich selbst ausprobieren möchte, bis zum 31. Dezember nehmen die Big Brother Awards noch Vorschläge entgegen. Wer also einen Missstand kennt aus dem Bereich Datenschutz, kann das dann noch über unsere Webseite dann anmelden. Und vielen Dank für eure Arbeit übrigens. Ja, vielen Dank. Ich schließe hier mit dem Talk. Vielen Dank an die beiden Speaker und denkt daran, Bradley Manning eine nette Karte zu schicken. Es kostet euch schließlich nichts. Bis dann.